Hier, quasi am Fuss von der Staumur-Gigerwald, da gibt es das Restaurant Gigerwald am Weg von Fettis nach St. Martin, gerade dort links, wo die Fahne flattert. Zmitzt umgeben von den höchsten Berggipfeln vom Kanton St. Gallen bietet das Kalfeisental viel Sehens und Erlebenswertes. Das ist ja bekannt. Vor 50'000 Jahren waren es die Höhlenbewohner, die dort oben gehauset haben, vor 2'000 Jahren die Römer und im 13. Jahrhundert dann die Walzer, die diese Natur bestaunet haben. Und dermal war sie gewesen. Und dort, wo es zu Urzeiten eine bescheidene Alpwirtschaft und eine kleine Käserei gibt, dort steht eben jetzt ein Restaurant Gigerwald. Liebevoll vergrößert und Ausgangspunkt für Wanderungen, aber auch zum Essen, Geniessen und Trinken und zum eben Staunen. Die ganz spezielle Bergwelt hier zu bestaunen. Und da gibt es eben die guten Geister. Die Pächter, der Roland Odermatt und die Astrid Rieser. Seit 2011. Er in der Küche, sie bei den Gästen. Die Astrid ist eine geborene Gastwirtin. Und wenn sie mit mir redet, dann packt Roland bei den Gästen an. Bei diesem schönen Tag natürlich sind alle draußen gesessen. Die Astrid hat alle Hände voll zu tun gehabt und gleich hat sie Zeit gefunden, mich zu empfangen. Hat er mir schnell den Sonnenschirm hier aufklappen und schauen, dass ihren Gästen auch gut geht, damit sie eben dann trotz der Sonne den Tag hier geniessen können. Und dann sind wir hier gesessen. Und das hat mir ihnen dann verraten, dass sie schon immer Gastwirtin sein wollte. Ich bin eigentlich im Gastgewerbe, schon viele Jahre im Gastgewerbe und ich liebe das über alles. Ja. Aber bist du nicht mal zu Gams gewesen? Hast du Metzgerei Rieser? Ja, aber das ist mein Bruder, der dort... Ja, natürlich bin ich zu Gams gewesen. Mein Bruder hat dort die Lehre gemacht, war schon weg, gewesen, wieder zurückgekommen, hat das Geschäft übernommen und da bin ich ihm ein bisschen zur Hilfe gegangen. Jawohl, das ist richtig. Ein bisschen zur Hilfe gehen, ja. Heisst für dich immer 200%, oder? Richtig, mindestens. Du hast mich vorher gefragt, wenn ich einmal Pause mache. Ich frage jetzt dich einmal, wie machst denn du einmal Pause? Oh, wenn es ein bisschen geht, den ganzen Monat November. Eben, wenn es ein bisschen geht, gell? Wenn es ein bisschen geht, in der Nacht etwa 4-5 Stunden. Wenn ich nicht gerade auf einen Berg springe. Ja, oder hier rauffahre. In wie viele Minuten von Wadern geht es weg? 17. Dann Schnitzkurve zünftig, ja? Nein, geht gut, geht gut. Noch nie eine Radarkontrolle reinkommen? Ich halte es ein. Gut, also, du bist ja im Gastgewerbe, gell? Engel, Schöfli und so weiter. Also ist das dir immer ein bisschen blöd gewesen? Zollhaus, Gamsenberg, richtig, ja. Ja. Unbedingt. Hast du nie einen anderen Plan gehabt? Ich habe die Lehre schon so gemacht. Nein, unbedingt Gastgewerbe, auf jeden Fall. Was gefällt dir denn so gut an dem Gastgewerbe? Ja, jetzt seid ihr in den Bergen bei, sind die Leute angenehm, sie haben frei oder Ferien. Du hast immer andere Leute, du hast alles. Du hast natürlich jetzt im Moment die Alpauffahrten, ich habe natürlich von den Bauern, die lieben Taminataler, Kalfeisentaler, Bänkler, Pöstler, ja, alles. Ein Haufen, gell, was sagt, wir gehen noch zur Rast. Richtig, gell? Das ist so. Das hat sich jetzt so eingependelt, ja. Es ist wirklich eine wunderbare Fahrt da, gell? Und man ist wirklich sehr, sehr schnell da oben. Man muss aber vor der Mauer dann links durch. Also man darf nicht darauf vorbeifahren, natürlich. Man darf vor der Mauer links durch. Und sonst darf man auch unbedingt in St. Martin hindern. Ja. Ich muss ganz klar sagen, der Anziehungspunkt ist St. Martin. Das ist ganz klar. Aber ein wunderschönes Restaurant, natürlich wunderschön auch neu ausgebaut, gell? Also inwendig sieht man nicht mehr von Walzerstil. He? Ist es auch nie gewesen. Nie gewesen, ist es auch halt, nie ja. Gewesen, richtig, ja. Jetzt ist hier natürlich leer, das ist auch gut so, eben aus Datenschutzgründen, darum sind wir extra hier gesessen, aber draussen ist es wirklich ein bisschen krammelnd voll. Ist ein bisschen hektisch, mehr ein ja. Alpaufzug, richtig, ja. Ja. Und manchmal, gell, heisst es so warten, und dann auf einmal geht es ein Rassel ab und dann kommt alles aufs Mal. Das ist so. Das macht dir nie so. Etwas aus? Nein, das ist jetzt halt einfach so. Kommt alles miteinander oder niemand. Und dann merken wir halt einfach die Zeit, wo Musik eingehalten wäre. In St. Martin hinterher dürfen wir nur in der vollen Stunde. Und man kommt um halb führen. Also merkst du, das merken wir ganz stark. Du hast drei Kinder. Haben die auch ins Gewerbe müssen? Oder haben sie einfach immer ein bisschen yeah. Geschaffen gewesen? Meine Kinder haben gerne nichts müssen, aber ich habe eine Tochter, die die Hotelfachschule gemacht hat und die ist jetzt Restaurationsleiter im grossen Café Merz in Chur. Und dann habe ich einen Sohn, der excuse Mitbewerber ist von dir. Er arbeitet im TSO. Aha. Auch Chur, alles ist auch Chur. Ja, Chur. Dann habe ich noch eine Tochter, die ist in Rebstein daheim. Und dann habe ich noch ein bisschen Deborah. Die auch ein bisschen zu mir gehört, die war eigentlich auch immer im Gastgewerbe gewesen. Richtig, jawohl, ja.
habe ich festgestellt, gell, die hat oben serviert, aber kaum hat die Schweiz gegen Brasilien gespielt, ist sie wieder dort unten auf der Gasse. Sie ist auf der Gasse, im Moment ist sie auf der Gasse, richtig, ja. Und einmal ist sie mit dir dort im Area und einmal ist sie da. Sie kommt mit mir überall mit, ja, richtig. Macht es gerne, so. Gell? Irgendwie sie macht es sehr gerne, ja. Du kannst sie motivieren, gell? Die ist motiviert, die ist, das ist tipptopp, ja. Kaffee Merz, was hast du gesagt? Was macht die Tochter? Restaurationsleiterin. Leiterin, das ist ja wirklich ein riesiger Betrieb, oder? Kaffee Merz, ja. An der Bachhofstrasse ist ein grosser Betrieb, ja. Bist du auch schon mal dunkel in der Industrie beim Kaffee Merz? Was du so Bachen, die Schaubäckerei und so? Nein, leider nicht. Leider noch nicht. Da musst du aber mal Astrid. Okay. Das ist echt sehr wert. Sollen wir mal einladen? Ja. Eine Schaubäckerei, Kaffee Merz, gell, natürlich. Ganz ja. Hervorragend, okay. Wenn man schauen kann. Ja. Was für Gäste hast du da oben? Ist das fast international? Gäste, die raufkommen? Also schweizweit, sage ich jetzt. Ich sage ja. Jetzt mal so, schweizweit, ja. Ganz viele Gäste hat es natürlich auch gebraucht vor, jetzt muss ich aufpassen, vor 4 Jahren, wo die Brücke neu gebaut ist, die Tamminenbrücke. Ja. Dann wollten sie eigentlich ja nur die Tamminenbrücke anschauen, aber sie sind dann gleich noch gerade ins Tal hinten. Wir haben noch sehr viele Gäste jetzt wieder wegen dieser Badra Garz. Die ist ja alle 3 Jahre. Dann sind halt die Gäste dort und kommen halt auch noch hier hinten ins Tal. Ja, eben nochmal, es ist halt einfach ein wunderschönes Tal. Jetzt. Und wenn es mal so richtig oben anlässt, wenn es mal grusig ist. Dann ist es noch schöner. Dann ist es schöner. Ist immer schön. Du kommst vorher wieder Friedreich unter das Wasser. Du hast gesagt, der Regentag noch die schönere Farbe. Gell? Ist so. Immer schön. Können denn die Leute auch, wenn sie so richtig schiffen da oben dann anlässt? Kommen einfach die Einheimischen. Dann aha. Kommen die Minentaler. Und nochmal, ich brauche die Wüstentage, weil wir arbeiten mit dem Küchenchef alleine. Mit Aushilfe und ich brauche die Wüstentage, um meine Sachen aufzuarbeiten. Selbst kann man vorstellen. Und die Zeit, die wir hier jetzt reden, ja, wer macht es denn jetzt da? Der Küchenchef, richtig. Ja. Dann wir vielleicht mal noch schauen. Das ist er dort, gell? Das wäre er, das ist ja, der Roland Odermatt. Ja, wunderbar. Also, wenn wir doch mit Sommer machen, zusammen arbeiten, gell? Wenn man die Arbeit macht, ist einfach toll, nicht? Ja, das ist unbedingt sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Aber du bist ja sicher wie auf Nadel und denkst, wenn ist es vorbei, wenn darf ich wieder und so weiter arbeiten? Ah, nein, ich ja. Nehme das auch in der Zwischenzeit, ist das geht gut. Jetzt können die Leute her, du hast gesagt, bei Badra Garz, also dann können wirklich zum Teil auch von Ausländerleuten her, also von weit weg so zum Teil. Ja, weit weg ist eigentlich übertrieben. Ja. Nein, wir haben deutsche Gäste leider halt auch nicht mehr so viel, gell? Die Schweiz ist wahrscheinlich für die Deutschen ein bisschen teuer geworden. Nein, das hat jetzt einfach schon ein bisschen abgegeben, ja. Ja. Jetzt habt ihr da oben, da kann man essen natürlich, Mark, gell? Ich esse sogar sehr gut, jawohl. Also sagen Gäste, ja. Nein, ja. Die Küche ist hervorragend, ja. Muss man sich nicht anmelden, nicht? Moll, also der Sündig wäre es unbedingt anmelden. Unbedingt, wäre von Vorteil. Aber jetzt hier, so die Wochentage, ist immer von Vorteil, wenn man sich anmeldet. Aber ist jeder willkommen, man muss sich einfach ein bisschen Zeit mitbringen. Schlafen da oben? Nein. Selbst geht nicht? Nein. Die Infrastruktur fehlt, ist nicht mehr gegeben, ja. Irgendwann im Juli gibt es noch eine Ausstellung, gell, die gleich mit der Walzer zu tun hat, glaube ich, irgendwie. Aha, wir haben am 2. Samstag im Juli ist ja hier die Buchaufführung «Der weiße Schlitten» vom Kalfeisental. Genau, da kann man 80 Franken kaufen, gell? Das ist nochmal die Bucherzählung, richtig, ja. Jawohl. Ja. Und dann natürlich gibt es noch wieder spezielle Leute, nehme ich an. Ich denke, das spricht wieder spezielle Leute an, richtig, ja. Jetzt habe ich vorher ein bisschen umgeschaut, oder? Und habe gesagt, es ist ja wunderbar. Gell? Weißt du, die verschiedenen Strukturen der Berge, da hat es noch ein bisschen Schnee, ein Wässerli läuft unten durch. Hast denn du Zeit für so etwas? Also gehst du auch noch wandern? Ja, ich gehe wandern. Sehr, sehr gerne. Am liebsten vom Montag bis am Donnerstag am Abend um 6 Uhr bei Tageslicht tun und irgendwann mal, ja, am liebsten bei Vollmond runter, aber der geht durch 3 Tage im Monat. Nein, ich gehe viel wandern, ja. Gut, das ist jetzt gerade wieder zunehmend, also so über eine halbe Woche. Jetzt kann ich dann, jawohl, genau. Ja. Wohin gehst du denn von da weg? Jetzt werden unbedingt Panera geplant. Sollte ich dringend, möchte ich dringend machen, weil gell, wir haben natürlich da hinten 8 Alpen, die da herkommen. Ich gehe nie zu ihnen, also ist das allerhöchste Zeit. Der Sol, Brändlisberg, Sedona, heute habe ich letztes Jahr gemacht. Jetzt wären mal Panera dran, die Alpec. Gamseralpli, Schrea, jetzt kommen wir mal die. Drachenloch? Oh, das wäre auf der anderen Seite. Da müsste ich die Gemeinde einmal fragen, ob ich mich mitnehme. Vor allem ist es so interessant, gell? Auf geht's, aber ab, ich kriege mir den Knieschnappen. Ja, geht schon. Bist du noch voll drauf? Ich will voll drauf sein, jawohl. Das heisst mit anderen Worten, eben, du gehst dann wirklich einfach noch wandern. Kennst du den Lichtenstein, der Lampe, die oben die Schöf oben hat? Also natürlich ja, den kenne ich, richtig. Den ja. Aber hat das da oben? Ja, ich weiß also wer. Also letztes Jahr auf jeden Fall sicher. Ich weiß wer, ja, den kenne ich. Der kommt daher, ja. Eben, du kennst so. Oben Kreti und Pleti, ja?
Ich will alles kennen, ja. Ja. Selber ein Restaurant, also weißt, kaufen, pachten, nicht? Nein. Hast du gerne, nein. Also der Engel, Zoo den habe ich auch gepachtet. Ja, eben. Stöffeli habe ich auch gepachtet. Nein. Nein, kaufen. Ja, ja, irgendwie ja. Ist es gerne nicht. Ich weiß nicht, ist okay so. Ja. Pacht ist gut. Du bist jetzt hier, also der Sommer durch. Dann im Winter bist du wieder Aurea. Panorama Restaurant Aurea, richtig, ja. Du bist beliebt. Wo du ankommst, versprühst du eine Sympathie, gell? Ein bisschen eine Lebensenergie, eine Kraft. Wie machst du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nicht gespielt? Nein, 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 um Himmels Willen, nein. Ah, ich kann schon mal Kiebig oder mal anders ziehen. Oder, aber nein, ich mache es wirklich jeden Tag, einen neuen Tag. Ich mache es sehr gerne und ich muss Berge haben, das ist sehr wichtig. Nein, ist einfach, stimmt, für mich stimmt es noch. Du bist so ein Seelchen, gell, für mich. Also, übrigens, auch Deborah, das ist ja nicht deine eigene Tochter, gell, wo du gesagt hast, also auch so ein bisschen so ein Seelchen. Also, du übertreibst das auf die Leute irgendwie. Ja, ich denke, es wird vielleicht, Gott sei Dank, ja. Was ist denn dir wichtig, also wenn du herkommst, weißt du, als Serviertochter, was ist dir wichtig? Dass der Gast sich willkommen fühlt unbedingt, dass er ein bisschen sich wohlfühlt da, dass er immer wieder kommt und am liebsten wieder einen mitnimmt und ja. Du bist ja immer freundlich, ich habe gemerkt, dass du sagst, grüezi, wieder schauen und so weiter. Jetzt musst du aufspringen, das Telefon kommt. Muss ich das Telefon abnehmen? Ja, unbedingt, ja. Also da muss es sein, da können wir jetzt nicht, wir sind da natürlich. Bergrestaurant Gigerwald Astrid. Hallo? Hoppla. Ich so. Glaube, der ist verschrocken. Nein, ich vermute, wahrscheinlich haben sie Salt. Sind da irgendjemand in der Gegend und dann keine Verbindung weg. Ist mir vorher gerade passiert. Das ist ja. Okay, das ist auch oder gut. Vielleicht, weißt du es, vielleicht telefonieren die zu mir, zu sagen, sollte langsam aufhören. Nein, 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 es ist alles gut, es ist alles im grünen Bereich, tipptopp. Wie viele Jahre bist du jetzt hier oben? Der 8. Sommer. Der 8. Sommer, ja. Und im Winter gehst du wieder an Rea oder hast andere Pläne? Jetzt schauen wir mal, was mit dem Panorama Restaurant Aurea passiert. Jawohl, genau, natürlich ist es zum Verkauf, gell? Richtig, jawohl. Wäre auch nichts für dich zum Pachten? Nein, auf keinen Fall, weil es ist ein Sommer- und ein Winterbetrieb und ja. Ich will bitte ja, den Gigerwald am liebsten noch 10 Jahre machen. Hoppla, das ist eine Ansage. Aber ich frage deine Tochter, Merza, leitende Funktion. Irgendwann wird dir sagen, deinen Sohn beim TSO, du Mama, jetzt müssen wir mal eine Weltreise machen, müssen wir mal etwas anderes sehen. Ist das nie ein Thema gewesen? Für mich? Ja. Nein, ich habe jetzt geplant, im November 3 Wochen auf Kuba zu gehen, aber eine Weltreise haben, das ist nicht geplant. Nein, dann habe ich keine Berge, geht gerne nicht. Aber auf Kuba gehst du? Ja, 3 Wochen lang, ja. Sepp ist mal ja. Sicher. Ja. Der November? Ja. Da bin ich auch gespannt. He. Gut, okay, also wir haben jetzt Ende Juni, gell? Ich glaube, so ziemlich so der längste Tag jetzt. Ja, ich, der werden nicht. Ja, ganz genau. Ich glaube, in 20 3 Tagen, ja, 21 genau. Richtig, der Vollmond ja. Nimmt langsam zu und du machst es zuerst mal deine Bergtouren da und dann eben im November ab nach Kuba. Und nachher dann, je nachdem, eben wie der Panorama ist und etwas läuft und so weiter. Meine allerletzte Frage, was ist so dein grösster Wunsch jetzt für dich? Gesund zu bleiben. Gesund zu bleiben und dass ich meine Gäste, die ich habe, noch lange dürfen, so betreuen, wie ich es jetzt machen kann. Dass sich jeder wirklich einfach immer willkommen fühlt. Ich muss auch meiner Familie danken, dass sie einfach, ja, sie muss viel einstecken. Ich habe einfach keine Zeit. Ich habe den Gigerwald im Sommer. Sie dürfen oder müssen zu mir kommen und auch dort ist die Zeit einfach an einem kleinen Ort. Ich habe eine wahnsinnig tolle Freundin, die mir sehr stark zur Hilfe geht. Eine Grabserin, Heidi kommt dabei. Und ja, sie muss halt einfach auch zu mir kommen. So finden wir einander. Ja, und wer jetzt eben zumindest in schönster Natur, eben an einem schönen Tag oder eben an einem Regentag, wie Astrid gesagt hat, eben das möchte ich geniessen. Die Umgebung, die Landschaft, aber eben auch das kulinarische Essen und Trinken, der weiss jetzt, wo er etwas findet. Rauf von Vettisweg Richtung St. Martin, dann dort links abbiegen, eben beim Restaurant Gigerwald. Bier gibt es auch, aber nicht nur Bier, da könnt ihr sicher sein. Am besten, ihr geht selber einmal vorbei.